So, ich grüße euch. Ich möchte jetzt euch mit euch mal zusammen die HiCam S6 installieren. Ich habe sie auch noch nicht installiert, ich habe schon mal versucht, aber das hat noch nicht so geklappt. Am Anfang geht ihr ins Store und ladet erstmal die HiCam App runter. Sie hat jetzt schon angefangen zu piepen, weil ich sie schon an den Strom gehämmert habe. So, dann gehen wir erstmal zweimal weiter, dreimal weiter. Wir müssen die verbinden. Dann verbinden wir erstmal die App mit unserem WLAN. Richtiges Passwort eingegeben. Ja. Nein. So. Passwort ist eingegeben. Die Kamera lässt einen Betätigungston Dong ertönen, sobald sie die Konfigurationsdaten vom Smartphone erhalten hat. Okay. Wir haben also die Konfigurationsdaten erhalten und jetzt warten wir einfach mal ein paar Sekunden, bis es weitergeht irgendwann. Okay, wir haben uns mit dem Internet verbunden. Das ist ja schon mal schön. Okay. Bitte benennen Sie Ihre Kamera, zum Beispiel Wohnzimmer. Den Kameranamen eingeben. Wir versuchen es einfach mit HiCam. HiCam. Einfach nur HiCam. Passwort werde ich euch natürlich nicht zeigen, ist klar. So, haben wir das richtige Passwort. Ja. Okay, weiter. Warten auf Verifizierung. Okay. Eine weitere Kamera anzünden, den Assistenten beenden, das Live-Video ansehen. Dann gucken wir uns doch mal das Live-Video an, wie es von der Qualität her ist. Jetzt mal ohne Scheiß. Klar. Aber wenn das Ding erstmal steht, muss ich sagen, macht die wirklich ein gutes Video. Okay, die Qualität, die Installation ist wirklich übelst einfach. Dann kann man hier halt noch einstellen HD oder SD. Hier kann man Fotos machen. Ton an. Okay, lassen wir das Ton an- und ausschalten. Hier kann man Videos machen. Und hier hat man einfach nur eine Taste, um reinzusprechen. Und zum Beispiel, was auch immer, seine Hunde zu verwirren. Ja, gut, hat dann auch direkt Datum und Uhrzeit alles vom Handy genommen, ist klar. Ja, das war's eigentlich. So, dann hätten wir da jetzt die erste HiCam. Also davon werde ich mir auf jeden Fall noch mehr bestellen. Hier hat man halt noch ein paar Einstellmöglichkeiten. Fuck. Hier hat man noch ein paar mehr Einstellmöglichkeiten. Ja. Ich sag mal, wenn man das jetzt so vergleicht, von der Qualität her, wie es aussieht. Also ich finde, das Bild hier ist wirklich ziemlich genial. Egal, ob in HD oder SD. Könnte ich euch jetzt zum Beispiel hier nochmal eine andere Kamera zeigen, die ich am Laufen habe. Das zeige ich euch gleich. Wo ist die? iSmartCam. Das ist eine ältere Kamera von Sweetel. Jetzt habe ich erstmal den Ton. Und da ist vergleichsweise das Bild, ich hoffe, man kann es erkennen. Naja, sagen wir relativ schrecklich. Also da finde ich dann von der HiCam das Bild schon wesentlich besser. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Link ist unten drunter. Wie gesagt, wartet am besten. Oh, was habe ich in der Hand? Das habe ich gerade erst gesehen. Wartet am besten auf Blitzangebote. Da kriegt ihr die für einen Bruchteil des Geldes. Weil normalerweise kostet diese Kamera um die 50 Euro, glaube ich. Und ich habe sie geschossen für 20, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, Link ist unten drunter. Bis denn dann. Ciao.